die Hähnchensuppe, die du kennst, und diese Suppe aus Südamerika haben einfach den gleichen Namen. Aber das hier schmeckt einfach total anders. Ich denke nicht, dass ich alleine bin, wenn ich dir sage, dass eine gute Hähnchensuppe gegen eine Erkältung helfen würde. Ich bin sogar davon überzeugt. Ich mache heute eine traditionelle Hähnchensuppe aus Südamerika, beziehungsweise aus meinem Geburtsland Ecuador. Hier ist das Herzstück der Suppe. Ich brauche ganz viel Geschmack, ganz viel Power. Diese Suppe soll mich wieder auf die Beine bringen. Deshalb brauche ich Fleisch mit viel Knochen und nicht zu vergessen viele Gemüse. Aber das klären wir später. Ich möchte meine Zubereitung so natürlich wie möglich halten. Deshalb wird hier alles verbraucht. Ich trenne erstmal die Teile, die ich essen werde. Das kennt ja jeder. Du kannst natürlich schon so die Teile im Supermarkt kaufen. Es ist nur wichtig, dass die Knochen eng halten. Da ich die Haut noch brauche, schneide ich nochmal die Teile durch. Es ist später einfacher für mich. Ich esse das Ende von den Wings nicht. Deshalb kommt das mit in den Topf. Wenn du das isst, lass es einfach dran. Ein kleiner Schlag mit dem Messer und fertig. Die Haut ist für mich Gold. Die kommt erstmal zur Seite. Hier ist ganz viel Fett und das bedeutet für mich ganz viel Geschmack. Deshalb wir später nicht so viel Öl benötigen. Und die Knochen geben den Rest. Das meine ich mit den Knochen. Sie eignen sich perfekt für die Suppe. Die Teile, die leider manchmal oder meistens im Mülleimer landen, gehören in den Topf oder ins Gefrierfach. Aber sogar ich kenne Grenzen. Das hintere Teil kommt weg. Ich würde ja gerne sagen, dass die Gemüsewahl eine sehr wichtige Rolle spielt. Aber wenn ich ehrlich bin, kommt immer rein, was dir gefällt. In meinem Fall ist das Yuca oder Maniok auf Deutsch. Das ist eine Wurzel, die unsere Ureinwohner aus Südamerika zur Ernährung verwendet haben. Es ist eine sehr wichtige Gemüsesorte, die nicht zum letzten Mal im Bissenkanal zu sehen sein wird. Die Wurzel bekommst du erstaunlich leicht zu kaufen in fast jedem lateinamerikanischen oder Asia-Supermarkt. Was tatsächlich für mich wichtiger ist, ist die Zusammenstellung der Gewürze. Weißt du, jeder macht das, wie er möchte. Aber darauf setze ich Oregano, Kreuzkümmel, Lorbeerblätter, Cayennepfeffer und das Geheimnis für mich, Zimtstangen und die Nelken. Nicht so viel, aber glaub mir, das macht den Unterschied. Ein Esslöffel Piment. Weißt du, die sehen aus wie Pfefferkörner, aber in groß. Hier ist der Pfeffer im Vergleich. Die genauen Angaben und Zutaten findest du wie immer in der Videobeschreibung. Wie klassisch in Lateinamerika brauche ich erstmal eine Basis. Ein Schuss Öl, in meinem Fall Anatrosamenöl. Wie man das macht, einfach auf den i klicken. Es ist optional und nicht notwendig. Ich möchte, dass meine Suppe eine richtig schöne Farbe bekommt. Das seht ihr am Ende des Videos. Die Haut zusammen mit den Knochen richtig scharf anbraten. Nach ein paar Minuten verändert sich die Farbe der Teile. Eine Zwiebel kommt jetzt rein. Ich rühre das mal kurz, damit es nicht anbrennt. Was in jeder Hühnersuppe nicht fehlen darf, ist Ingwer. Ich habe schnell mit einem Löffel die Wurzel geschält und klein geschnitten. Es ist egal wie klein, das kommt sowieso alles später wieder raus. Für mich genauso wichtig ist die Sellerieknolle. Einmal kurz schnell schälen und klein schneiden. Erschreck dich bitte nicht, weil die Teile so groß sind. Das alles kommt später wieder raus. Nochmal kurz umrühren, bevor hier irgendwas schwarz wird. Ich liebe Knoblauch, aber eine Handvoll reicht mir. Und die Petersilie. Ich finde, das verleiht die Suppe eine besondere Frische. Einfach ein Muss. Jetzt die Gewürzmischung direkt hinterher. Glaub mir, das wird ein Gedicht. Zwei Zimtstangen, Salbei sowie getrocknete Lorbeerblätter. So viele Gemüse, so viel Gewürzen und. Aber genau drauf kommt es an. Kein Pulver, kein Süßstoff oder sonst was. Simpel und traditionell. Die ganze Familie möchte Suppe, die ganze Familie bekommt Suppe. 4 bis 5 Liter Wasser schüttle ich jetzt rein. Aber Achtung mit dem Salz. Wenn es später fehlt, kannst du es gleich korrigieren. Sag bitte später nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Jetzt für mindestens 90 bis 120 Minuten köcheln lassen. Es ist kein Rennen, sondern ein Marathon. Ich sag's dir, ich bin immer noch nicht hundertprozentig wieder da. Ich bin immer noch krank. Was habe ich vergessen? Richtig, Mann, den Lauch. Jetzt, wo ich eh schon dabei bin, gebe ich einen Löffel Aligno dazu. Es ist nicht notwendig, aber ganz ehrlich, ich kenne die Zubereitung nur so. Wie man ihn zubereitet, auf den i klicken. So, ab jetzt 2 Stunden köcheln lassen. So, 2 Stunden sind vorbei und hier überall riecht es so gut.
alles, was ich hier reingeworfen habe, kommt wieder raus. Ich hole gerne erstmal die großen Stücke raus und dann jage ich die Suppe durch das Sieb. Für mich ist es einfacher so als alles auf einmal. Ich möchte nicht, dass irgendwas an Geschmack verloren geht. Also das hier oben drauf, ein paar Mal schütteln und weiter geht's. Die Suppe muss weiter kochen, aber diesmal kommen die Hähnchenteile für gut 30 Minuten mit dazu. Jetzt haben wir genug Zeit für das Gemüse. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was soll in meine Suppe rein? Ich habe hier ein paar Kartoffeln und Möhren. Aber tu einfach rein, was dir am besten schmeckt. Ich schneide alles mundgerecht. Ich möchte später nicht kämpfen, wenn ich die Suppe serviert bekomme und mir deshalb die Lippen verbrenne. Aber das Highlight für mich, muss ich zugeben, ist der Yuca oder Maniok. Es ist der Wahnsinn. Ich übertreibe es nicht. In Südamerika macht man so viel damit. Es hat einen unvergesslichen Geschmack und die Konsistenz ist auch so richtig genial und hebt die Suppe auf ein anderes Level. Aber Achtung bitte, der Maniok sehr gut waschen und abtrocknen. Ordentlich schälen und nochmal abwaschen. Und auf gar keinen Fall roh essen bitte. Es gibt verschiedene Techniken, um den Maniok zu schälen. Wichtig ist, den zu halbieren und die Miete zu entfernen. So fertig geschält, geschnitten und gewaschen. Mittlerweile ist das Hähnchen fertig. Das Fleisch ist schön weich und sieht mega lecker aus. Ich hole das mal raus und das Gemüse kommt rein. Jetzt die letzten 30 Minuten gar kochen lassen. Ich möchte das Fleisch von den Knochen auslösen. Wenn du das nicht möchtest, kannst du dir diesen Schritt sparen und einfach alles auf einmal kochen lassen. Ich mag diesen Schritt und ich kann das besser portionieren und es sieht meiner Meinung nach besser aus. Außerdem kann ich ein paar Stücke naschen, während ich warte, bis das Gemüse gar ist. Ich denke, die Stücke müssen ein wenig kleiner sein. Kein Problem. Die Leute, die die Küche lieben, lieben diesen Part genauso wie ich. Endlich ist es soweit. Ich habe hier zwei Varianten für dich. Die erste Variante, denke ich, kennt jeder. Fleisch und mehr Fleisch und noch mehr Fleisch. Gemüse, Brühe und noch mehr Brühe. Petersilie und Chiliflocken obendrauf und fertig ist das Ding. Die zweite Variante ist gar nicht so anders. Ein Teller mit Reis, mit Fleisch, Gemüse und die Brühe. Petersilie und Chiliflocken obendrauf und ich fühle mich wieder wie in Südamerika. Ich sage dir, ein Gedicht. Wenn ich die Wahl hätte, ist die zweite Variante mein Favorit. Der Reis gehört einfach dazu. Das Hähnchen, der Reis, das Gemüse und die Brühe, diese Kombination ist einfach super lecker. Die dritte Variante wäre mit Nudeln, aber das kennst du ja wahrscheinlich. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß gehabt wie ich. Lass ein bisschen Liebe da. Wenn du was zu sagen hast, benutze bitte die Kommentarfunktion. Wenn du keine Videos mehr von mir verpassen möchtest, abonniere gerne diesen Kanal. Hier lasse ich dir ein paar andere Videos für dich. Falls dir die lateinamerikanische Küche interessiert, bist du hier richtig. Bis zum nächsten Mal.